Meine Navigationskünste sind wieder mal grottig. Hätte mich so eine Windfee wirklich fast weggeballert. Nur Gegenwind, maximal 15 km/h. Ja, was gibt's zu sagen? Also jetzt bei 320 Kilometer, es lässt die Konzentration nach. Man hat leichten Sekundenschlaf, man kämpft halt mit der Erschöpfung. Also ich habe noch 8 Kilometer nach Hause. Das ist so meine Schulter, die durch den Gegenwind leicht schmerzt. Meine Handgelenke, die an den Schuhen seit, ich glaube, 14 Stunden am Lenker sind. Ich setze der erste Sekundenschlaf ein. Man kämpft gegen seine körperlichen Schwächen. Und ich sehe zu, dass ich nach Hause komme. Denn, ja, 300 Kilometer plus gehen an niemanden einfach so vorbei. Vor allem nicht, wenn man diese Tour solo fährt. Vor genau einem Jahr habe ich gesagt, ich bin noch nie 360 Kilometer gefahren. Und ja, das bin ich bis heute nicht. Damals, genau vor einem Jahr, bin ich 327 Kilometer gefahren, hatte am Ende auf den letzten 20, 30 Kilometern sogar Sekundenschlaf. Einfach mal, weil ich halt auch nur 4 Stunden geschlafen habe, aus Zeitgründen. Und es hat geregnet, es war kalt, ich habe abends gefroren, mir ging das Licht fast aus. Ich wurde auf Straßen von LKWs angehupt. Das klingt doch einfach nach einem richtig tollen Abenteuer, oder? Und deswegen werde ich das dieses Jahr wiederholen. Und zwar möchte ich dieses Jahr wirklich 360 Kilometer fahren oder vielleicht sogar einfach mehr. Letztes Jahr war auch noch Corona in vollem Gang, was es eigentlich noch viel, viel schwerer gemacht hatte, weil man, ja, es hatte nichts offen, keine Gaststätten hatten offen, keine Cafés, gerade so Tankstellen. Ich bin, keine Ahnung, 100 Kilometer vorm Ziel in eine Tankstelle geflüchtet, habe mich mit Zucker und Cola beladen, mich eigentlich vollkommen überfressen, mir viel zu viel Zucker reingeknallt, dass mir schon fast wieder schlecht war und habe es dann irgendwie nach Hause geschafft. Im letzten Jahr bin ich in den Süden gefahren, in Richtung Spreewald, Lausitz, einfach eine wunderschöne Ecke, richtig tolle Radwege, einfach nur empfehlenswert. Und dieses Jahr mache ich das anders. Ich fahre in den Norden, besuche meine Frau Mutter und werde dort vermutlich was essen und fahre dann über die polnische Grenze weiter in Richtung Norden und dann von da aus wieder in den Süden, dass am Ende vielleicht circa 400 Kilometer rauskommen. Ja, was am Ende rauskommt, werdet ihr vermutlich sehen. Wer neugierig sein sollte, kann es gerne auf Instagram verfolgen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns. Einige von euch kennen ja schon mein Focus Maris. Ich habe 35 mm drauf, mit denen ich hoffentlich durch jede Straße, jedes Schlagloch kommen sollte. Habe mir Aerobars angebaut, die ich auch für Saarland brauche. Hier vorne habe ich ein bisschen Elektrikkram drin, Powerbank, Kopfhörer, Kabel, bla 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 bla. Als Fahrrad habe ich mir Aerobars angebaut. Einfach mal, weil es für die lange Strecke vielleicht deutlich angenehmer sein könnte. Hier in der kleinen Tasche habe ich Kabelsalat drin, Powerbanks, Kopfhörer und so weiter. In der Top Tube, hier habe ich ein bisschen was zu naschen drin. Hier kommt die GoPro rein, jeweils 1 Liter Wasser. Hier unten Tools, was sonst. Und hier im Base Layer noch ein bisschen was zu essen, Verpflegung. Und ja, ich habe noch die Kette gewechselt, einfach mal, weil mir das sicherer ist. Werde jetzt noch die DI2 laden und dann geht's in 2 Tagen ab. Lichttechnisch habe ich mich natürlich auch ein bisschen verbessert. Und zwar habe ich die Lupine dabei, die SLRF. Also super geiles Licht, Fernlicht, bla 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 und Co. Und tatsächlich bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Strecke schaffe. Ich hoffe natürlich, dass ich es packe. Ich fahre die Strecke solo. Ich werde mir sämtliche Podcasts auf mein Handy ziehen, Musik und einfach hoffen, dass ich durchhalte. Von daher, tschüss!